Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRail. Wir fahren heute mal eine kleine Kiebeltour mit dem 42948. Wir sind momentan in Katowice. Und mal schauen, wie es so läuft auf dem Chaos-Server. Speziell bei dieser Fahrt ist, wir werden heute mal mit Ansagen fahren. Ich habe das Tool ja bereits in einem anderen Video vorgestellt, aber jetzt machen wir eine kleine Tour. Ansagen werden auf Englisch sein. Deutsch gibt es noch nicht. Irgendwann mal. Und planmäßige Abfahrt ist in 3 Minuten 20 Sekunden. Mal schauen, ob das soweit pünktlich wird. Ich denke mir nicht, dass ich hier die komplette Strecke fahre, aber zumindest einen kleinen Teil, um zu schauen, wie das so mit dem Kiebel ist. So, 692 am Beziehen, nimmst du mich gleich zur Seite. Du bist freiwillig an die Seite. Ich will durchfahren, wenn es geht. So, irgendeiner hat jetzt hier Abfahrt. 2090 Einfahrt aufgesetzt. Die Nordtaube. So, Express. Darfst du fahren? Darfst du nicht fahren? Da ist eine Ausfahrt da hinten. Ah ja, nicht mein Issue. 24943 mit der Einfahrt auf Gleis 1. Ach, dann ist der Kilometerzähler. 10.000. Gerade am rübergehen. Da fährt er. Ja, mal schauen, wie uns Katowice schickt. Ob er uns aufs gleiche Gleis schickt wie er hier. Oder unten rum. Ist eigentlich beides okay. Für mich. Und mal schauen, wir. Oh, sogar Polutni ist besetzt. Kasimir, Stavrova, Gornitscha, Bischotnia, Slako. Na ja. Ich hoffe, das mit den Ansagen habe ich jetzt hier richtig, weil ich habe jetzt zumindest hier für Katowice noch nichts gehört. Die Sonderansagen funktionieren aber. Da würde ich auch gleich mal die erste dann starten, dass die Türen sich schließen. Das würde ich immer nur dann abspielen, wenn wir jetzt hier einen längeren Halt haben. Aber erstmal Ausfahrt abwarten. Ne. Was ist überhaupt da drin? Keiner? Okay. Keiner in Katowice. Normalerweise eine Station, die immer besetzt ist. Aber gut, damit es die KI schon richtig machen. Ich würde sagen, Sonderansage kommt. Ladies and gentlemen, your attention please. Our train is about to leave. Mind the automatic door closing. Prepare for departure. Ja, aber ich habe immer noch rot. So. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt? Jetzt. Sehr gut. Also, los geht's. Einmal Vollgas. Ja, für dich zur Information über OLC 44627 über Gleis 13. Runde. Dreh ich schon wieder ein bisschen zu schnell. Ach komm, Spiel. Die 4 km/h da.
bremse mal ganz kurz. Dann ist er glücklich. Destination? Busco's Garage. Was? Next stop? Katowice is a white sea. Die Aussprache, genial. Aber besser als gar keine Ansagen. Ja, also fahren wir hier auf die 1. Sehr gut. Gut, Maximum Schmackes. Dieser nervige 70er da vor der Einfahrt. Und auch kein Spieler drin. Hat keiner Bock auf Katowice. Ich würde jetzt reingehen, wenn ich jetzt nicht gerade ein Video mache. So komisch, aber ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, ob das jetzt falsch wäre, weil ich da selber nicht mal so ein Aussprach-Gigant hier bin. Mein Kollege mit seiner ID22 und zwei Wagen. Das ist einfach so ein Oberkill. So, hör auf. Ja, meine Bremsen schon mal runter. Aber ich glaube, es wäre schon mal witzig, mit so einer Kombination mitzufahren. Also ich glaube, gerade wenn der richtig Gas gibt, dann geht ein bisschen was. Große Rück, gute Fahrt. Danke, ruhigen Dienst noch. Danke dir. Eine Minute Verspätung. Schande. Bin mal gleich gespannt, wie es mit Bluten hier läuft, ob wir da gerade sauber runterkommen können. Oder mal warten müssen. Ich sehe jedes Mal so ein Nadelöhr. Also ich weiß nicht, es klingt irgendwie falsch. Die Strecke rechts nach unten, die wäre eigentlich auch mal ganz interessant zum Runterfahren. Man kann ja schon den Einzug bis nach da vorne hinfahren, aber dann ist ja leider Ende. Katowice, Sopienis, Polonia, we.
Übrigens als Sprachoption, es gibt ja mehrere Englisch, habe ich jetzt einfach mal EN750-170 ausgewählt. So ist die einfach benannt. Wir könnten ja eigentlich dann mal umstellen auf eine andere. Es könnte auch sein, dass die jetzt maschinell eingesprochen ist und gar nicht von einem Dude. Ich gehe mal auf Standard. Mal schauen, ob das genau das gleiche ist. Also gerade mal rumladen. Abfahrt um 50. Gut. Also Standard ist eingestellt. Und los geht's. Das sehe ich aber nicht so gerne. Jetzt kommt die Verspätung. Hat denn den Clone nicht gerade einer drin? Oh. Warum zeigt er das als Computer an? Ich meine, das wird doch mitgesteuert von uns. Also von Clone. Details. Oh, geil. Wir können runterfahren. Da kommt schon die 40er. Busco's Drudge. Next stop, Sasnovik Palenjovi. Ich finde die Stimme irgendwie angenehmer. Ja, ich glaube, die lasse ich mal drin. Will ich da jetzt wirklich 20 fahren da runter? Ah, ich will da irgendwie nicht so ultra langsam fahren. War da fast immer ein bisschen zu schnell da runter. Ja, gut, wir haben da nicht mehr Einfahrt. Blutni, was ist denn los? Ja, Spieler drin. Ja gut, dann kann ich ja langsam fahren. Ah. 41, 28 Durchfahrt, gute Fahrt. Ah, lass mich raten. Der hat noch den Bordübergang runter gemacht. Ah ja, komm, Spiel. Die 5 km/h da. Die paar Minuspunkte, die nehme ich jetzt mal mit. Da hinten sind wir ja auch schon. Ah ja, komm. Auf die paar Meter. Ich glaube, der wartet auf mich. Mal sehen.
Ach, mich wird mal von den Simulator-Entwicklern mal die professionelle Software interessieren, die sie ja auf Auftrag machen für diverse andere Eisenbahnunternehmen. Da haben sie ja... Da haben sie ja einerseits spezialisierte Simulatoren mit einem echten Dash. Und sie haben auch... Sie haben auch diverse FTL-Simulationen. Also eben wesentlich professioneller als das, was wir hier drin haben. Und da sind ja auch mechanische Stellwerke mit dabei. Da gibt es auch ein Bild auf deren Homepage, wo man das ja sieht. Aber es liegt keine Videos dazu. Sind die ganzen Anfragen nur auf Anfrage. Aber ich habe mir schon mal überlegt, ob ich nicht mal spaßeshalber mal hinschreibe. Und mal frage für so ein Angebot, was denn so ein Custom-FTL-Simulation kosten würde. Ich vermute mal, das wäre vermutlich ein bisschen teuer. Andererseits, wenn man was Bestehendes nimmt. Ich meine, es ist dann kein Spiel, das ist ja dann eine Schulungssoftware. Aber trotzdem, ja. Ich glaube, ich schreibe mal hin. Mal schauen, was die Antwort ist. Was tollest denn du? Wir stehen ja noch 4,5 Minuten. Gut. Ich würde sagen, für euch gibt es hier mal einen kleinen Cut. Ihr müsst jetzt da nicht so lange warten wie ich. Und dann geht es auch gerade weiter. Und damit willkommen zurück. Wir haben jetzt gleich die Abfahrt. Und leider hat unser FTL uns verlassen. Da ist die KI wieder da. Na, liebe KI. Ausfahrt? Keine Ausfahrt? Keine Ausfahrt. Oh, nee. Warten wir jetzt auf einen tollen Gegenzug. Da müssen sie generell nochmal was mit dieser KI machen. Die macht echt komische Sachen. Also teilweise macht die des Öfteren Gegengleisfahrten. Habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet, als ich da meine Station übernommen habe. Und gerade hier wäre auch ein Polutni, dass er dann mit den Prioritäten da einfach falsch dran ist. Also gerade in Kombination mit so Snowbeak und eben der Station da unten. Da fragt er dann übelst früh an, blockiert und verspätet damit dann andere Züge. Aber das dürfte ja für euch nichts Neues sein. Ja, da vorne ist er auch. Destination? Busco's Drage. Next stop? Sasnovik Dandavka. Ja, das klang jetzt gut. So, Kollege, kommen Sie rein. Wegen Ihnen bin ich verspätet. Aber gut. Höhere Prio. Also glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, als was er da rumgefahren ist. Na komm, schalten Sie um. Stellwerk da unten wäre eigentlich auch interessant, aber ich glaube, das ist teilmechanisch. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich will ein mechanisches in Simrail haben. Ist eigentlich nur schade, dass sie da dieses kleine Hebelbank Blut nie weggenommen haben. Ich meine, auch wenn es nicht funktioniert, sah schön aus. Aber das war am Anfang, als sie das da reingemacht haben, echt ein fieser Teaser von ihnen. Und man am Anfang dachte, ja, es dauert nicht mal lange und dann kann man das vielleicht benutzen. Auch wenn die Hebelbank an sich falsch war. Aber dann wurde es nichts draus.
Ja, kommt von da hinten was? Nö, das sieht ziemlich empty aus. So, Maximum Schmackis. Mein Kollege. Oh, da habe ich gerade letztens auf YouTube ein Video gesehen. Ich glaube, der letzte Schrankenwärter von Bayern hat gerade vor kurzem aufgehört. Also ich glaube, das war Bayern. Weil sie jetzt da Strecke modernisieren. Und jetzt wird auch der Bahnübergang, wo der drin gewesen ist, automatisiert. Es ist auch so ein Job, den könnte ich mir jetzt nicht auf Dauer vorstellen. Also für einen Moment oder Sommerjob, ja, Schrankenwärter sein. Aber nicht über viele, viele Jahre. Das wäre mal ein bisschen zu fort. Ich meine, auch wenn ich dann Fan von der Eisenbahn bin. Aber du machst dann halt einfach nur die ganzen Meldungen. Schranke zu, Schranke wieder auf. Fertig. Cool wäre es, wenn du dann halt theoretisch noch so ein Mini-Stellwerke-Lokales hast, was es sie für so ein Industriegebiet. Also ein, zwei Weichen machen kannst. Als Abwechslung. Sidere, wir werden da. Die Station so mit ein, zwei Lars hier drin. Ah, das wäre so spaßig hier ein bisschen zu FTLen. Sasnovik Dandavka? So, ich bin ja ein bisschen zu langsam unterwegs. Sollte ich so viel rumgucken. Sasnovik Dandavka. So, was sagt die Zeit? In der Zeit sogar. Wenn ich das ja noch am Rumtrödeln bin. Ja, gut dann. Dann hat es ja mit dem Einzug ja auch noch gepasst. Nehme ich alle Beschwerden zurück. Ja, bitte mal einsteigen. Sehr gut, bereits an Bord. Nächster Halt ist das Novik Borabka. Da bin ich mal gespannt, wie er das ausspricht. Ciao! Was meint ihr? Was wird so ein kompletter Führerstand von einer Lok kosten, von einer alten jetzt, wenn man den als Simulator umbaut. Einfach nur die Einkaufskosten. Wenn man davon ausgeht, so ein neues Führerpult, was du einfach so kaufen kannst, mit Simulationssoftware, glaube ich, sind so zwischen 3.000 und 4.000. Und dann ein echter Führerstand, ich würde mal sagen, irgendwas um die 10.000. Dass es dann irgendwie, also 10.000, dass du zum Bänder gehst und das Teil abholst. Oder halt von jemandem, der die Teile sammelt und dann halt weiterverkauft. Ich glaube, so 10.000 ist mal ein guter Anfang. Destination: Buskostraj. Next stop: Sasnovik Perabka. Ja, gut. Klingt reasonable. Ein bisschen Schmackes.
kommt eigentlich noch mein Spieler? Ja. Wo war gar nicht so beschotten, ja. Tafel als Ankündigung. Sasnovik Parabka. So, schönen guten Tag. Sasnovik Parabka. Bitte alle einsteigen. Ich muss mich echt angewöhnen, dass ich mal ein bisschen später die Bremse hier reingehe. So, ja, dann machen wir ein bisschen mittig stehen. Auch wenn vorne besser wäre. Und richtig. Oje. Bedrückend. Mir glaube ich erst jetzt aufgefallen, dass da ein Friedhof ist. So, hör zu. So, Snowy Casimir, jetzt schönes Stellwerk. Macht Spaß zum Spielen, nur leider ein bisschen wenig los da drin. Probieren wir es doch mal, dass wir jetzt ein bisschen sportlicher anhalten. Autotechnisch auch nichts los hier. Berge auch noch ein schöner Platz hier zum Wohnen, ne? Kein Wahnsinn. Ja, Entschuldigung. Ich habe die Umgebung angeguckt, aber hier pfeife ich hier. Dö. Destination Buskostrage. Next stop, Sasnovik Casimirs. Ich bin schon mal gespannt, wie dann die deutschen Übersetzungen werden. Vor allem, ob sie es jetzt mit KI machen oder halt wirklich richtig einsprechen. Letzter Stand war ja, sie suchen da noch Leute, die das einsprechen könnten. Sasnovik Casimirs? Sasnovik Casimirs. Da, wer mal da? Geh du auf. Sehr gut. Exit. Also ich muss schon sagen, das Stream Deck, das will ich gar nicht mehr vermissen. Ich habe mir da ja, also angefasst eigentlich mit TD2.
mir ja da quasi wie so ein Bedienpool gemacht für die Türen, die Lichter, Stromabnehmer und so weiter. Hab das ja dann nur recht wenig adaptieren müssen jetzt für SimRail. Und da habe ich jetzt hier auch einmal so ein Close-Makro, dass ich hier den Buzzer für ein paar Sekunden drückt und dann macht er zu. Es ist so viel immersiver, wenn man ihn echt einfach einen Knopf drücken kann. 20! Will ich jetzt echt 20 fahren? Es ist schon aber langsam. Doch nicht? Heizen? Okay. Ja, geben Sie mal Schmackes. Destination? Busco's Drage. Next stop? Deborah Gornixis, du siehst mir size. Ich glaube, das ist KI angesprochen. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich nicht so ein Vorles-Feature für meine Übersetzungstool DD2 mache. Das heißt, weiß ich nicht, ob ich da die ganze Zeit den Chat vorgelesen haben will. Das wäre dann schon ziemlich SimRail-Feeling, teilweise sogar noch schlimmer von dem, was dort heute in den größeren Stationen nur reingeschrieben wird. Boah, witzig wär's mal, so als experimentelle Version. Ich meine, die normalen Zugansagen haben wir ja schon. Ja, 70er Tafel. Ebenso ein bisschen hier. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, aber ich... Nein, das war nicht das Gleis. Oh, der nette Stationsschlagbau ist auch nicht besetzt. Eigentlich auch ganz nett. So, mein Kollege. Schade, haben sie da alles dicht gemacht. Deborah with Gornix's Zemia size? Das was, wir werden das dann mal auf Französisch wechseln. Deborah with Gornix's Zemia size. Weil die sollten eigentlich eingesprochen sein. Und nachdem er ja eh nur die Station ansagt, passt es ja eh. Ich mach's erstmal die Türen auf, bevor ich das ändere. Französisch. Oder Polnisch. Mach mal effektiv Polnisch. Dann ist authentisch. Mein Sehen. Kein Spieler drin. Oder? Alles hat auf alles der Lokführer. Nö, da ist gerade ein bisschen wenig los hier. Hm.
Ah, shit, da kommt ja der 20er. Andererseits. Ah, wisst ihr was? Wir skippen mal die kleine La. Ich weiß, das ist doof. Und da können wir vielleicht ein bisschen Zeit gut machen. Müssen die Leute hier mal aufpassen, wenn wir rübergehen. Ob der tatsächlich nur so existiert? Ja, vermutlich nicht, nachdem sie da die Brücke haben. Aber weiß man ja nie. So, Kollege. Wie schaut denn ja? Keine Einfahrt. Warum? Ich glaube vor... Das klingt gut. So, die 30 sehe ich jetzt aber auch nicht. Auch wenn ich hier knallhart ausgebremst werde. Ist da. Moin, Kollege. Ja, dann macht's auch richtig keine Ausfahrt. So will ich das sehen. Schauen wir mal, ob ich einen Express halt hinkriege. Stacja. Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Schönen guten Tag. Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Wieder einmal einsteigen. Und damit wären wir dann wieder im Plan. Kommt da vorne jemand? Ah, ne. Sehr gut. Danke. Sehr schnell weg hier. Bevor wir es auf Rot macht. Hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Wartungsleiter werden immer besser hier drin. Das letzte Mal war es mit dem Express. Bei EDCCS. EDCS, so. Deutsch schwer. Ah, diese Strecke da unten, die bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Das
Da bin ich jetzt auch so knapp 3-4 Monate hier. Was mich da halt bei der alten... Was mich auf der Strecke ein bisschen weniger reizt, ist, dass man dann halt weniger Fahrdienst leider hat. Das ist halt nur die Lokführer. Das nimmt ein bisschen den Chaos weg. Und Chaos ist trotzdem da. Aber so vom Fahren ist es eine ganz gute Abwechslung. Hab mir den ganzen Nasen so. Aber ich bin sehr gespannt, wie die mechanischen Stellwerke dann irgendwie anfängerfreundlich aussehen. Also vor allem, also die da irgendwie die Blöcke nicht zerschießen. Ja gut, das wird vermutlich schon auch im Mechanischen gehen, dass du die Blöcke kaputt machst. Beziehungsweise, dass du zurücksetzen musst, wenn du da was gemacht, hast. Ja, vielleicht so irgendwie... Ja, nicht, du kannst nicht mal den TD2-Ansatz machen. Ja, aber, na doch, mit Blöcken kannst du es eigentlich schon machen. Wenn du zum Beispiel da über das SPK so ein Hilfsgerät bei dir drin hast, ist mir nicht weniger realistisch, aber nur für Anfänger. Und dann müssten sie natürlich Sachen blockieren, dass du keine Fahrstraßen in Gleise reinmachst, die nicht vorgesehen sind. Du musst es ja jetzt schon beim SPK machen. Ja, wobei... Wenn Rangieren nicht geht, dann kannst du einfach die Fahrstraßen sperren, die du nicht haben willst. Dass du da den Hebel gar nicht auslösen kannst, aber... Sobald sie natürlich Rangieren reinbringen, kannst du mit den Zügen natürlich Blödsinn machen und die überall hinschicken. Ja gut, das ist aber eigentlich, wenn ich mir so überlege, das gleiche Problem hast du bei den ganzen anderen Stellwerken ja auch, wenn das dann wieder kommt. Außer sie... Moin. Sie bringen dann irgendwie sowas rein, dass wenn du über den W5 fährst und du fährst da falsch, dann löscht du den Zug. Sowas könnte ich mir noch vorstellen. Ja, warum eigentlich auch nicht? Dass das so quasi der Idiotenproof dann ist, wenn du rangieren hast. W5 ist dann die magische Grenze. Also sprich Rangierende. Und dann let's go. Und dann könnten sie ja, was für Anfänger, die dann versuchen, irgendwie so ein Rangiersignal als Ausfahrsignal zu nutzen, wie sie eine Einblendung machen, ja, nee, das ist falsch, was du da machst, der braucht ein Ausfahrsignal. So wie sie diese roten Sachen machen bei der Typ-C-Blockade und so. Oh, jetzt sollte man bremsen. Ah, vor lauter in Gedanken nicht aufgepasst. So, Tür auf. Was, ich hab verpasst? Ah, mein Gott, kommen die paar Meter da. Nee, nee, nee. Und dann werden wir in Bukono, beziehungsweise Bukono Blitzmiyarki. Schönes Gebäude hier. Ole, hör dir zu. Wir fahren. Hey, gleich in 2 Minuten. Hatte das irgendwie gar nicht mehr im Schirm, dass da noch ein Zwischenhalt war.
Es wäre ja hier auch noch witzig. Ach, kein Wahnsinn. Ich hab nicht aufgepasst, wenn hier noch was fahren würde. Aber da bräuchte man was mit Diesel. Ich würde es ja gar keinen Zufall finden, wenn zum Beispiel die ST44 oder so in Simrail kommen würde. Nachdem das in TD2 kommt und da die Leute miteinander arbeiten. Ich glaube, ich wäre es nicht allzu unwahrscheinlich. Ich werde jetzt dann vermutlich die lauteste Lok sein in TD2. Ich meine, ET22 ist schon so ein Schreiholz, EP09 auch. Und dann noch einen schönen dicken Dieselmotor hinten. Keine Ahnung, 16 Zylinder. Der dann ein Gas geben. So, da hätten wir die Ankündigung. Da haben wir das ja auch da schön stehen bleiben. Was ist denn da vorne? Also ich hätte es ja ganz anders ausgesprochen. Oh, Bugwag wieder unterwegs. Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Halt mal hier mal kurz. Die Leute kommen eh noch von da unten. So, schau zu. Und rein in den großen Bahnhof. Ah, liebe Entwickler, wenn da in Pocono von der anderen zweigleisigen Strecke ein bisschen KI-Verkehr kommen könnte. Oder sogar wieder Traffic nach oben hin. Das wäre doch nice. Als Abwechslung. Ich meine, müssen sie den Fahrplan natürlich wieder generell anpassen, damit das dann Platz hat, aber bei der Strecke immer ein bisschen beliebter da oben. Moin sehen. Es ist halt der Nachteil von Simrail, wenn dann halt die Stellwerke ein bisschen beschnitten sind, dann wird es halt schnell langweilig und monoton. Naja, mal sehen, was der neue Patch so alles bringen wird, neben der neuen Strecke. Also ich hoffe, das wird eine Kombo sein aus neuer Fahrplan, diese neue Strecke, also ein Streckenteilstück und die Dampflok.
Das war es gerade falsch. Zedere. Wir haben es geschafft. Dieser Bahnübergang. Oh fuck, ich bin zu schnell. Das kommt vom nicht aufpassen. Ah ja, gut, ich sehe keine FDL da. Aber ihr. Ja, so ist ja alles gut. Nichts passiert. So, dann schauen wir, dass wir hier bei den Treppen halten. Bukovno. Zelle. Auf mit den Türen. Ja gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, das war's dann erstmal. Die komplette Strecke werde ich jetzt hier nicht fahren. Es ist ein bisschen wenig passiert. Hätte man gedacht, vielleicht passiert nur irgendwie was Doofes und wir hätten mehr vor den Slider. Aber es ist gerade ein bisschen ruhig. Also ich habe das Ganze dann Samstag aufgenommen. Wenn wir es immer so gucken. Naja, also so lokführertechnisch ist heute echt nichts los. Vor den Slider ein paar, aber ansonsten ist es gerade sehr ruhig. Wisst ihr was, eine Sache machen wir jetzt noch. Wir schauen uns mal ganz kurz. Ich wollte eigentlich gerade nachschauen, auf welchem Server am meisten los ist, aber das hat sich dann damit erledigt. Also, bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.